Die Volkslesung ist hiermit vollzählig eröffnet. Hallo. Im Buch sind, glaube ich, auf Seite 24 einige Gedichte von mir drinnen. Ich werde jetzt auch einige vorlesen, allerdings nicht die aus dem Buch. Das erste heißt Problem. Es ist jedes Mal das Gleiche. Kurz bevor ich jenen Zustand, der mich zwischen Traum und Halbschlaf lähmt und trunken macht, erreiche, habe ich tausende Ideen. Aber nochmals aufzustehen, um sie zu Papier zu bringen, dazu kann ich mich nicht zwingen und habe sie infolgedessen dann am Morgen stets vergessen. Und die wenigen, die ich mir doch gemerkt habe, werde ich jetzt vortragen. Wasser bedeutet Leben. Leben bedeutet Trinken. Trinken bedeutet einen Heben. Vergleichen bedeutet Hinken. Ich suchte gestern Betzikon in meinem alten Lexikon, die Stadt im Kanton Zürich. Fällt das noch unter Lyrik? Und ob, mein Freund, natürlich. Dann zwei Gedichte, die sehr auch etwas über mich sagen. Die heißen Raucher und das zweite heißt Trinker. Das erste heißt Raucher. Ich müsste bitte dringend brusten, denn wenn ich lache, muss ich husten. Ich habe was im Hals und halt es nicht mehr aus. Komm, sag schnell was Lustiges, dann lache ich und dann huste ich es heraus. Trinker. Ich habe pro Woche 7 Räusche, deshalb macht mein Bauch Geräusche, wie gerade eben dieses. Du gibst mir eine Broschüre, potenzielle Klolektüre über chronische Gastritis und sagst, lies es. Danke. Im Kleiderschrank ein Haar von dir, lecke dran, nein, war von mir. Doch lohnte sich die Illusion? Ich pflücke immer mehr davon, von meinem Kopf. Dort gibt es ja nichts als ha, 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 ha. Und denke stets ein paar Sekunden, ich hätte ein Haar von dir gefunden. So denke ich immer nur an dich und weine und skalpiere mich. Ich bin ein kleiner Täuberich und nach dem Scheißen säuber ich Fassaden, denn ich glaube ans Gute in der Taube. Wäre es denn zu verwegen, mich kurz neben dich zu legen? Darf ich? Gut, noch eine Frage. Dürfte ich dich ganz kurz quälen, dich aus deinen Kleidern schälen und, wie ich das wohl am besten sage, deine Muttermale zählen? Denn ich glaube, du hast viele und im Grund genommen viele das letztendlich ins Gewicht, denn mich hat das auch verwundert. Meine Ex, die hatte 100. 5 alleine im Gesicht. Und so wurde es nie öd, denn ich zählte stets wie blöd. Ein sehr kurzes Gedicht, das nur aus 8 Wörtern besteht, das heißt Selbstmord. Stiegen rauf, Fenster auf, Mann raus, Leben aus. Das war das Kürzeste. Sie windet sich und schlägt wild um sich und trägt keine Kleidung, nur eine Armbanduhr. Er merkt, als er sie löst, die kleine Schnalle klackt. Mit Uhr war sie entblößt, ohne ist sie nackt. Jetzt ein Gedicht über Auswurf. Tief in meinem Halse haust er, Auswurf, süße Rachenauster. Will ihn, du musst mir verzeihen, dir in deinen Nabel speien. Werd ihn dann von deinem Becken langsam und genussvoll lecken. Merk dir nur, bevor ich's mache, Perversion ist Ansichtssache. Der Tod ist wahrhaftig geduldig, gerecht, unbeschreiblich, unsagbar. Das Leben sexuell übertragbar. Und noch ein letztes.
zu sehr später Stunde noch sowas zu schreiben, leck mich. Das hätte gesessen. Worte, die bleiben, zerstören, bereichern und nachher vergessen, das Ganze zu speichern. Vielen Dank. Meine verschärfte Adekrat-Zeitung erlebe ich jetzt. Ich befinde mich an einem späten Nachmittag in meinem Büro im Zentrum von San Diego, einer Adekrat-Zeitung, die Fick euch heißt, in dessen Redaktionsbüro, und schreibe gerade einen neuen Artikel auf meiner alten mechanischen Schreibmaschine über die sozialen Missstände in den Ghetto-Vierteln von Los Angeles, sowie über ungerechte Übergriffe von Bullen, die deshalb auf mich schlecht zu sprechen sind, was mir scheißegal ist, indem die Underground-Zeitung alle 14 Tage erscheint und $2 pro Stück kostet, wobei der Chefingenieur ein Typ um die 50 ein Knoppel von mir ist. Und nachdem ich den Artikel fertig gedient habe, den Chefredakteur gebe, der meinen Artikel leset, erfreut und zufrieden ist, sodass ich anschließend bei meinen Bürotische ein zwei Glasscheins rauche, indem ich anschließend das Redaktionsgebäude mich verabschiedet verlasse und mit meinen alten Ford Mustang in meine Stammbar in der Stadtviertel nach Englewood fahre und den Badriesen der halbvollen Bar mit einem guten Kumpel von mir ins Gespräch komme, der mit heißem Schmuck so seine Geschäfte macht und ein alter Kokser ist, der mir schon häufig einen ausgegeben hat. Als vier zivile Bullen die Bar betreten und anwesende Gäste demonstrieren und pilzen, was sie ein bis zweimal wöchentlich machen, dass sie auf der Barbesitzer, der illegales Glücksspiel und Kokshandel betreibt, schlecht zu sprechen sind, ihn aber nichts nachweisen können, worüber ich mich in ihrer Gegenwart einfach bestens amüsiere, da ich in meinen Artikeln über die Bullen durch den Dreck ziehe und mir schon einige damit drohten, die Underground-Redaktion, wo ich meine Artikel schreibe, dicht machen wollen. Und als die zivilen Bullen wieder mal zwei Typen mit aus Bullenrevier nahmen, wegen 10 Gramm Shit, habe ich wieder Schreibstoff für den nächsten Artikel, wobei viele Leser in den tiefen Ghettos voll hinter mir stehen, da ich häufig knapp bekasse bin in meinen Stammbars von meinen Fans zum Saufen und Kiefen eingeladen werde. Alright, I'm gonna start over. Offer assistance. Watch for telltale signs. Man sollte es genießen können, alles beisammen, aber doch irgendwie keinen Grund. Bodenhaftig sollte man bleiben. Reality checks in before noon, not a minute late, always punctual, immer prachtvoll. Stolz und schläfrig, schamlos, like a drifter. Dirty and disguised, walks the streets at night. Nie in Tageslicht, warum auch? Spiele Kindertotenlieder am billigen Orgeln, that you could find at most flea markets, that you traded for. Ein Ehering und ein Taschenuhr haben gereicht, haben nicht gereicht. And how could they? Metal springs, chains for chains, marital bliss with a twist. Gereizte Magen, Heldentaten, wir waren alle so ahnungslos. Punched to the sternum, the wind long gone. The one that was supposed to carry you, der aber nie wieder auftauchte. Vergebens gesucht, vergeben kann ich auch kaum. I wish I could, it would be healthy, but I'm uninsured. Unsicher bin ich auch, ob es überhaupt notwendig ist. It's not, and guilt absent. Abstract, intact, full of Weisheiten and secrets, überempfindlich, spotless, I want and need, nicht viel, eigentlich so minuscule that the naked eye can't behold it. Trouble, toil and blase, ich glaube, ich lasse den toten Engländer ruhen. Lady Macbeth was my ruin. Und warum sollt ihr euch das antun? All of you readers and listeners, patient, ever patient, waiting for something to click, damit die eigenen Sorgen verschwinden. I think I could write a whole book like this. Ich glaube, ich mache das. Soon, real soon. Manchmal hat man aber zu viele Bücher auf einmal laufen. Running good or running bad, at least it's running. Wie ein eingeschmierter Motor, nicht der bayerische Art.
Tiroler Art. That's me, half mountain man, half city. A piece of work in my own right, doch ich benutze das manchmal als Ausrede, leise, nicht zu laut. Allow my freedom, I can produce again. Turn glancing ideas into dancing words again. Wie ein 20-Jähriger, der gerade das Schreiben entdeckt, entblößt sich sein Stift und Buch. Took and mustered up all his courage, found solace, noch mehr gefunden, und zwar meine Stimme, die davor sehr quiet was, like the mouse that roared. Sellers on the radio first, im Keller oder Bad, egal, er war immer komisch, ironischer understatement. This is my verdict, my testimony stands, und ich stehe auf zwei Füßen. Fies, fies. Sagen wir so? Fies. Und ich stehe auf zwei Fies. Vom Waschbecken, pouring Fies. Vom Waschbecken, pouring boiling water down the drain. When I miss und ein heißer Brand ausgelöst wird. Auf mein Haut, my skin red, I head to the shower, my foot angry with my hand's carelessness. Glaubst du, ich möchte den ganzen Tag deine Hexenstimme hören? Sicher nicht. Sicher nicht. This day better stop fucking with me. This day better stop fucking with me. Headphones on to avoid street noise. Und Alkoholiker auf Parkbänke. Unerträglich eigentlich. They're not helping anybody. They should be put down mit einem Bourbon-Spritze. Oder etwas anderes, was nicht schmerzt. The pain is sweet and melancholy. It shows the way through gray afternoons. Ah, der mit ein bisschen Sonne doch ganz erträglich wird. Wordsmith at work, do not disturb. Klopfe, wenn's wirklich sein muss. Kein Klingel, bitte. They're too shrill. I'm conscious and listening. Das kleinste Geräusch und ich springe. Swinging from mind vines. Sound sanded times. Bin unkind to my Gesicht und mein Herz. Viel zu alt, viel zu schnell. Was soll's? What the hell is that supposed to mean? Giving in so soon? Handtuchwerferei? Schäm dich doch. Seriously, stretch, kick like a mule. Show them you're angry und hungrig, mit turbulenten Augen, wildes Tier, raging bull with a chip on his shoulder and a chair at the table. Fortune gibt's nicht, alles Variant, yet I still feel cheated, geschlagen. Enough. Maybe I won't write a whole book like this. Nach nachher dem Biest, sperr mich in ein Gurkenglas, ich zwing mich in die Knie. Seine Schandeinsamkeit, party monoton, Mondlicht der Erinnerung, sind Tränen leichter los. Oh, so viele Augen, ich die Hand nicht sehen. Und wo so viel Wege nichts mehr spazieren geht. Ich kann mich auf den Ständer, auf der Stelle drehen. So lass ich es passieren, ich bleib einfach stehen. Ich bleib einfach stehen. Wenn ein Trotz hat, hat den Spottsatz, er weiß, dass nichts passiert. Wenn ein Rocket und Nopap macht, hat das Leben nicht kapiert. Wenn der Erinnerung zum Blumenfüß gewählt, das Versalz der Ignoranz gibt's nicht, weil keiner es versteht. Dass man auch das, was zeitlos nennt, das trotzdem nur vergeht. Die Wüste und der Wind, der sie so leicht verweht.
Wege, nicht mehr spazieren gehen. Ich kann mich auch nicht ständig auf der Stelle drehen. Doch lass ich es passieren, ich bleib einfach stehen. Ich bleib einfach stehen. Der Kopf hält sich in Schweigen, der Mund denkt nicht mehr nach. Lethargisch sträuben sich die Gräser, unbestritten tags. Das Einzige, das hier strahlt, sind Gläser leer gebohrt. Nach Taten, Fragen, stumme Blicke, Schweigen suchen nach einer guten Tat. Die an mich sehen und wo es so viel will, nicht mehr spazieren gehen. Ich kann mich auch nicht ständig auf der Stelle drehen. Lass ich es passieren, ich bleib einfach stehen. Ich bleib einfach stehen. Ich bleib eine Leihgabe. Literarisch hatte es begonnen. Literarisch sollte es enden. Du attestiertest mir die Frauen, von denen du gelesen hattest. Ich schrieb dir die Männer zu, dessen Rollen du spielen solltest. Komplementär. Dieses Spiel beherrschten wir allzu gut. Niemand vermochte es besser. Wir behielten recht. So sollte es sein. So ist es. Als ich dir meine Bücher zurückbrachte, zu dir, vor deine Haustüre, der runde Türknauf, der sich nur von innen öffnen lässt, das vermochte ich nicht, in der schwarzen Tasche, die du mir gegeben hattest, weil deine Katze auf meine uriniert hatte, nachdem sie die Nacht über bei dir geblieben ist. Du hast dann zum Teil aus Scham, weil sie besudelt wurde, zum Teil aus Pflichtbewusstsein, mir diese Tasche von dir überlassen. So dass ich die wenigen Dinge, wie die Zahnbürste, die sollte ich immer wieder mitnehmen, bevor ich gegangen war, verstauen konnte. Da war sie schwerer als zuvor, denn das Gewicht deiner Bücher ließ den Riemen in meine Haut einschneiden, als ich auf dem Weg zu dir war. Und so wie das Leder der Tasche unerbittlich in meinem Fleisch seine Spuren hinterlassen sollte, so war es mit den Chiffren, die du ebenso unerbittlich in mein Herz eingraviert hast. Doch vermag ich nicht zu wissen, wo mein Schriftzug in den Briefen an dich sich manifestiert. Und die Befürchtung, dass du dir selbst die betäubende Arznei der Retusche verabreicht hast, um nie Dagewesenes zu imaginieren, ist mir unerträglich. Diese Vorstellung ist die schlimmere. Wenn sich auch der Gedanke, mich in deiner Handschrift wiederzufinden, dass das passieren sollte, mich zutiefst entsetzen vermag. Dort, wo die Riemen in meine Haut schnitten, hattest du mich noch vor wenigen Stunden, aber es waren doch schon Wochen, mit deinen Malen versehen, die der leidenschaftlichen Zärtlichkeit bläulich ruht. Aber da waren sie nicht mehr. Nur die Abdrücke der Riemen, die dafür umso deutlicher. Wie immer ist die Tür zu dem Wohnhaus offen. Dort kann man eindringen, ungefragt. Ich bevorzugte stets Treppe, denn das Fahren im Aufzug lässt das bedachte Setzen jener Schritte zu dir in den dritten Stock nicht zu,
welches mich stärker empfinden lässt. Auch hätte ich dann mein starkes Herzklopfen nicht der körperlichen Betätigung unterstellen können, wenn ich dann endlich, denn vor 10 Minuten war ich dann noch bei mir, aber nicht zu Hause gewesen, vor deiner Tür gestanden war und stets ein wenig zögerte zu klopfen. Es sei denn, du hattest mir die Entscheidung abgenommen, indem du mir sie für mich bereits geöffnet und stets etwas beunruhigt im Rahmen auf mich gewartet hattest. Aber das war nur sehr selten so, zumeist musste ich klopfen. Oder aber es war dein Bruder, der mir deine Haustür geöffnet hatte und beglückt als du, wenn du dort gestanden wärst, mich angeblickt hatte. Dann pochte es ungestüm in meiner Brust und ich konnte den Umstand den Treppen zuschreiben, dem vielen, hinauf zu dir. Das würde jetzt nicht mehr passieren. Das Treppensteigen und auch nicht das Aufzugfahren. Denn nicht ich würde zögernd warten vor der geschlossenen Türe, sondern die Tasche an meiner Stelle, die bereits dort hängt. Und du würdest sie dann vermutlich erst spät oder doch erst morgen, denn heute Nacht würdest du nicht in deinem Bett schlafen. Aber davon konnte die Tasche nichts wissen, entdecken, wenn du dann noch nüchtern und ohne Kaffeegeruch sie in Empfang nehmen würdest, wie einst mich. Dort, in deinen Gesichtszügen, würde ich keine Verwunderung wiederfinden. Überhaupt würde keine deiner Gesichtsmuskeln eine Regung zeigen, bevor du sie von der runden Schnalle nimmst und ins Innere befördern würdest. Mit behutsamen Bewegungen. Sie ist schließlich deine Tasche. Sie war nur eine Leihgabe, um erst dann Kaffee zu kochen und deine Magennerven zu beruhigen, welche stets gereizt waren von unmäßigem Kaffeekonsum mit Milch und Zucker. Dieser war dir zuweilen Nahrungsersatz. Denn dafür wolltest du dir keine Zeit stehlen für das Kochen, denn das würde dich von deiner Arbeit abhalten. Einzig dem Kaffee sprichst du ungefragt und ohne zu zögern deine Zeit zu, denn nur eine weitere Tasse vermag das Stechen im Magen zu besänftigen. Vermutlich würdest du warten, bis du zumindest ein paar Schlücke von deiner Tasse genommen hättest, um die Tasse, von der du wissen musstest, dass sie nur von mir hierher gebracht worden sein konnte, es dann zu inspizieren. Oder aber du würdest sie einfach in dein Schlafzimmer stellen, auf einen der rahmenfreien Plätze auf dem Fußboden, dort, wo vor kurzem, aber es waren doch schon 2 Wochen, denn der 19., es war schon abends und wir waren beide erhitzt, obwohl der Herbst die kühle Luft in dein Zimmer wehte, ist bereits 14 Tage vorüber und sie sind mir so lange wie Jahre. Meine Wäsche gelegen hatte, die nur du sagte, manchmal energisch, ungeduldig, aufknöpfen und aufschnüren, öffnen und abstreifen durftest. Und diese Erinnerung daran, oder aber einfach nur, weil dir die Tasche bei deiner Arbeit im Weg stünde, würde dich dazu veranlassen, sie doch wegzustellen, um ein paar weitere Schlücke von der heißen, dunklen, magenverderbenden Brühe zu dir zu nehmen. Aber wenn du sie also doch zuvor öffnen solltest, sehst du den Inhalt der nun klaffenden Lücke in meinem Bücherregal, welches du als erstes inspiziert hattest, wie du jetzt die Tasche inspiziertest, als du an dem ersten Abend zu mir gekommen warst, also noch mit hinauf mit mir in meine Wohnung und ich damals doch nicht das wollte, was ich dir mit dem Hinaufgehen und dem späten Abend zu offerieren suggerierte, wollte und dann doch getan habe, aber nur in meiner Fantasie. Und wenn du dann aus der Tasche, dessen Riemenabdrücke noch auf meiner Haut sichtbar wären, was du aber nicht mehr sehen würdest können, deine Bücher nimmst, du hattest sie mir in meiner Abwesenheit auf mein Bett gelegt, dieses Bett, das dir zu dem Zeitpunkt noch fremd war, denn du hattest meinen Wohnungsschlüssel und konntest also ungefragt bei mir eindringen, dann hättest du keine Worte mehr für mich. Aber du könntest dann all meine Worte in deinen Schriften wiederfinden, als Randnotizen und natürlich die Briefe an dich. Ähnlich dem Moment vor ein paar Wochen. Es waren um genau zu sein 33 Tage, als du, weil ich es wollte, kehrt gemacht hattest, um vor meiner Tür zu stehen und diesmal doch die Nacht mit mir zu verbringen. Und nach kaum ein paar Stunden Schlaf mich anzusehen, sprachlos. Das warst du stets.